Die Amsel besteht ja dieses Jahr 25 Jahre, 15 Jahre gibt es diese Veranstaltung. Ich könnte mir denken, gerade für die Amsel ist das eine der wichtigsten Veranstaltungen. Für uns ist es die allerwichtigste Veranstaltung. Das ist unsere größte Einnahme, die wir haben. Und es ist in den 15 Jahren jetzt insgesamt sind 3 Millionen im wahrsten Sinne des Wortes eingespielt worden. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön an unsere Freunde von der Bundeswehr sagen, an das HMK 9, ohne die wir diese Veranstaltung überhaupt nicht machen könnten. Es konnte eine ganze Menge angeschafft werden. Man hat sehr viel machen können für die Betroffenen, die Multiple Sklerose Erkrankten. Und man kann nur hoffen, dass es so in diesem Sinne positiv dann auch weitergeht. Ja, wir haben natürlich ein großes, umfangreiches Hilfsprogramm für unsere Kranken aufgebaut. Wir zählen inzwischen 8000 Mitglieder, Betroffene und Angehörige. Also mit Optimismus in die Zukunft, dass diese Veranstaltung weitergehen wird und weiterhin so viel Zuspruch haben wird. Das liegt natürlich an den Musikern und Musikerinnen und den Akteuren. Ich meine, wir sind jetzt schon so lange dabei, dass wir alle schon Fachleute geworden sind in Sachen Militärmusik, obwohl es nicht nur das ist. Das kann mir eher bestätigen, nämlich Oberstleutnant Franz-Peter Bauer von der Militärmusik Oberösterreich. Sie sind ein gern gesehener Gast bei uns in Stuttgart. Ein fröhlicher Mensch, das strahlt aus. Ja, ich habe die seltene Gelegenheit, zum zweiten Mal hier sein zu dürfen. Ich war bei der 6. Musikshow und jetzt bei der 15. Und das Publikum ist so toll, dass ich immer wieder gern herkomme. Und ich glaube, das merkt man auch bei den Musikern. Da springt einfach der Funke über. Und es ist ein Benefizcharakter, aus dem wir ja zusammenkommen. Ich nehme an, Sie machen mehrere Benefizkonzerte mit Ihrem Orchester. Ja, wir machen auch in dieser Art und Weise, aber eher in Linz haben wir eine kleinere Halle zur Verfügung. Wir spielen einfach Konzerte und der Reinerlös wird dann auch für behinderte Menschen, eben auch für MS-erkrankte Menschen zur Verfügung gestellt. Bis jetzt in meinen 10 Jahren durfte ich an die 150.000 Mark übergeben und ich denke, in unserem kleinen Bereich ist das auch ein kleines Mosaiksteinchen und ich hoffe, dass dann eines Tages das Bild komplett ist. Ich drücke Ihnen sämtliche Daumen und freue mich, dass Sie heute hier sind mit Ihren Musikanten, auch im Namen aller Organisatoren, vor allem im Namen des Publikums. Sie machen wunderbare Musik und schön ist es, dass eben die Militärorchester hier sind, um für einen guten Zweck das alles zu veranstalten und trotzdem vielen Menschen Freude zu machen. Frau Späth, vielen Dank. Herr Oberstleutnant, alles Gute. Ich danke schön.
Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ja schon versprochen, Musik in erster Linie, aber auch sportliche Erlebnisse der Sonderklasse. Und die Herren, die jetzt gleich mit einem gewissen Getöse hier hereinkommen in diese Halle, die sind wahre Artisten. Sie üben den schweren Beruf des Polizeibeamten aus und machen in ihrer Freizeit eben auch noch diese Aktionen, die Sie gleich sehen werden, üben das ein und sind damit schon fast auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Es handelt sich dabei um die Motorsportgruppe der Berliner Polizei unter der Leitung von Georg Franke. Hier zunächst der sogenannte Dreierkeil und die große Leiter. Hier ein Kopfstand in 5 Meter Höhe. Der Fahrer übrigens, der Leiter der Gruppe, Jochen Anders. Wir sind heute hier 30 Mann von 29 verschiedenen Dienststellen. Man höre und staune, nur ein einziger fährt auch dienstlich Motorrad. Alles andere sind zum größten Teil Punktstreifenwagenbeamte, Zivilfahnder von der Bereitschaftspolizei an vielen anderen Stellen des polizeilichen Alltags. Hier nun der sogenannte Rotor oder auch Hubschrauber genannt. Aber Sie sehen, er will trotz rasanter Fahrt einfach nicht abheben. Hier steht alles Kopf, ein Zustand, der im Dienstbetrieb auch nicht immer auszuschließen ist. Die Achter-Kopfstandpyramide. Wir sind im Juni in Berlin einen neuen Weltrekord gefahren. Da sind 50 Mann dazugesprungen. Also 50 Mann auf einem Motorrad. 3,7 Tonnen Menschen auf einem Motorrad. Hier jetzt die 12er Aufbaupyramide. Jetzt hier die kleinste BMW der Welt, haben wir selber gebaut, 120 Stundenkilometer schnell, nur 53 Zentimeter hoch. Die kleinste BMW der Welt. Also wir könnten in Berlin dann mit LKWs, die müssen nicht mal anhalten, kontrollieren. Wir fahren einfach drunter weg und schauen, ob Bremsen alles in Ordnung sind. Kopfstände. So, sollte irgendwas schief gehen, für die Schöneberger Sängerknaben sind sie immer noch zu gebrauchen. Die brauchen hohe Stimmen. Fertig! Und hier sehen Sie jetzt unseren Jongleur wieder. Er wird mal versuchen, Vorsicht! Vorsicht, jetzt ist Pater Vorsicht da. Hol die Maschine. Was ist denn nur los? Achten Sie mal jetzt drauf. Achten Sie auf den Lenker. Sie soll kommen. Nein, sie will nicht. Sie will einfach nicht. Überhaupt nicht. Gegenteil, sie wird jetzt ihren Fahrer hier jagen. Aber Sie sehen, auf einen alten Mann hören Sie, sie kommt hierher. Wissen wir verraten, wir wollen Ihnen noch oft mit dem Trick auftreten, aber wir wollen Ihnen, weil Sie so nett sind, das mal zeigen. Es ist eine komplizierte Fernlenkanlage hier drin. So. Das sogenannte Geisterkrat. Hier nun das Schwimmerkarussell. Wie Sie sehen, in jedem Manne steckt auch ein Kind. Auch Polizisten fahren gern Karussell. Unser Schwimmerkarussell. Hiermit möchte sich die Motorradsportgruppe der Berliner Polizei von Ihnen verabschieden.
die 24-Mann-Pyramide. Und dahinter natürlich die Mini. Jetzt geht es weiter mit einer Gruppe, die des Öfteren schon hier auf diesem großen Festival in Stuttgart zu Besuch war und die immer wieder die zahlreichen Zuschauer bestochen hat durch eine Exaktheit, eine Kontenance, eine wunderbare Musik, die sie spielen, musikalisch blendend dastehend. Und heute haben sie etwas ganz Besonderes noch mitgebracht. Sie werden überrascht sein. Machen Sie sich auf einiges gefasst, was Sie von dieser Gruppe bislang noch nie gesehen haben. Es gibt einen kleinen nostalgischen Ausflug, mehr möchte ich im Moment dazu nicht verraten. Meine Damen und Herren, das Royal Tank Regiment aus Great Britain, Cambrai Band, unter Leitung von Captain David J. Milgate. Thank you.
Gäste aus Polen, die eine wunderbare Musik vorbereitet haben, meine Damen und Herren. Und zwar ist es das Repräsentationsorchester der polnischen Marine aus Gdynia. Marine heißt, es wird natürlich sehr viel Musik zu hören sein, die mit dem Meer, mit der Waterkant, kann man auch sagen, zu tun haben wird. Sie haben ein wunderschönes Programm zusammengestellt, mit dem Sie richtig mitreisen können. Es wird Ihnen sehr viel Freude machen, eine Reise zu machen, na, nicht über alle sieben Meere, aber zumindest auf sehr viel Wasser, mit dem Repräsentationsorchester der polnischen Marine Gdynia unter der Leitung von Fregattenkapitän Ireneusz Stromski.
Wenn von Militärmusik die Rede ist, meine Damen und Herren, dann denkt man natürlich an Märsche, an die übliche Militärmusik, die man sich so vorstellt, aber natürlich vielleicht auch an die Swingmusik. Die Swingmusik, die nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland musikalisch verwandelt hat. Eine Musik kam über den großen Teich, die die Menschen gefesselt hat. Und damals hätte man sich vielleicht gar nicht vorstellen können, dass diese Musik so lange lebendig bleibt. Dass sie das geblieben ist über diese vielen Jahre, Jahrzehnte, Generationen, hat sicher den Grund, es gab immer wieder Menschen, die sie fabelhaft gespielt haben. Ich meine die Swingmusik. Man denkt natürlich zurück an die großen Musiker des Swing, Glenn Miller, Duke Ellington, wie immer sie hießen. Aber gerade Glenn Miller war es ja, der eine unvergessene Band hatte und der wunderbare Musik damals mit ihr gespielt hat. Sie wissen, auf welches Land, auf welche Nation ich jetzt zu sprechen komme, ganz klar, auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie haben den Swing im Blut, Sie haben den Jazz im Blut und alles das haben Sie uns heute mitgebracht. Wieder einmal bei uns zu Besuch. Wir freuen uns auf die First Armored Division Band aus den Vereinigten Staaten von Amerika unter Leitung von Chief Round Officer Kevin C. Deary. Thank you.
was man mit diesen Motorrädern alles machen kann, meine Damen und Herren, das zeigen wir Ihnen jetzt mit der Motorradsportgruppe der Berliner Polizei. Auf geht's und viel Vergnügen damit! Etwas. Es sind hochbetagte Motorräder, die sind sogar noch 3 Jahre älter als die Gruppe. Die Mehrzahl der Motorräder sind 48 Jahre alt. Hier kennen wir vom Rasensport alle die sogenannten Artistenanstände. Und jetzt hier das Stehenfreihändigfahren. Ist auch ein Punktstreifenwagenführer aus dem Bereich Schöneberg in Berlin. Und Sie sehen eine Ehrenbezeigung hier. Und er wird jetzt dabei noch versuchen zu jonglieren. Und Sie sehen, ich glaube, eine fast zirkusreife Nummer. Hier jetzt wieder der angehobene Seitenwagen, der Fahrer übrigens, Jochen Anders, der Leiter, Dreimannwagen im Topstand. Und hier ein Reiseandenken an unsere vielen Hollandreisen, die Mühle aus Holland. Eine Mühle ohne Müller, wollte ich fast sagen, aber der Obermann heißt zufällig Müller. Es wird ja immer behauptet, die Polizei arbeitet nicht mit dem Kopf. Hier sehen Sie, werden Sie eines Besseren belehren. Hier steht alles Kopf. Ein Zustand, der im Dienstbetrieb auch nicht immer auszuschließen ist. Die Achterkopfstandpyramide. Und hier jetzt der Clown mit seinem Motorrad. Das ist ein ehemaliges DDR-Motorrad, die Sachsen-Harley, die hier in der DDR genannt wurde. Und hier wieder ein Balanceakt. In dem Seitenwagen ist eine kleine Leiter eingebaut. Sie sehen, es wird nicht geschummelt, das Rad wird abgenommen. Zweimal gehen jetzt in den Kopfstand. Und der Balanceakt. Und wie Sie sehen, der Fahrer hier nur mit einer Hand fahren. Und nun wird wieder abgebaut, das Rad wieder montiert. Und er bringt seine Mannen wieder heil nach Hause. Das ist die 10er Seitenpyramide. Für mich sieht das aus wie ein über die Toppen geplappter Ausflugsdampfer auf dem Neckar her. Wenn wir Freunde aus Frankreich da haben, die teilweise zum ersten Mal hierher nach Stuttgart gekommen sind und die diese Atmosphäre gestern schon geschnuppert haben und festgestellt haben, ein tolles Publikum hier in Stuttgart, da kommen wir immer gerne her. Es ist, meine Damen und Herren, sind Freunde aus Rennes in Frankreich, die Musique de la Circonscription Militaire de Défense de Rennes unter der Leitung von Kommandant René Bataille. Thank you.
Oberstleutnant Bernd Faber ist seit Jahren der künstlerische Leiter dieser großen Veranstaltung, die es seit 15 Jahren in der Hans-Martin-Schleyer-Halle hier in Stuttgart gibt. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Oberstleutnant, es ist nicht immer ganz einfach, sich jedes Jahr auf was Neues zu konzentrieren, was Neues einzustudieren und vor allen Dingen auch mit vielen Kurs umzugehen, die vielleicht die deutsche Sprache gar nicht beherrschen. Ja, das ist wahr. Ich habe in meiner Zeit in Karlsruhe, da war ich von 84 bis 92, vorgeübt in der Europahalle, da hatten wir jedes Jahr auch eine Musikparade. Da musste ich allerdings nur alle zwei Jahre eine Show vorbereiten. Hier in Stuttgart ist es anders, da müssen wir also jedes Jahr zur Kasse treten. Aber ich habe eine großartige Unterstützung, ich habe eine fantastische Crew. Da macht es mir jedes Jahr wieder Spaß, obwohl ich ab Weihnachten immer ein bisschen nervös werde, bis das Kind geboren ist. Und naja, so nach drei, vier Wochen habe ich es dann auf dem Papier, dann üben wir vor, dann habe ich meinen Oberstabsfeldwebel Kemmer, der mir das einstudiert und dann werde ich allmählich ruhiger und heute Abend bin ich also happy. Die Ruhe selbst bei einem fabelhaften Publikum. Und unsere Fernsehzuschauer, das ist ja eigentlich der Punkt, die noch nicht hier bei so einer Veranstaltung waren, lesen das Wort Militärmusik und denken sich dann wahrscheinlich, naja, da wird also nur getrommelt und gepfiffen und marschiert. Dem ist schon lange nicht mehr so. Sie haben ein ganz großes Angebot an musikalischen Leistungen. Ja, das Gegenteil ist der Fall, wenn ich also an unser Repertoire heute Abend denke. Wir fangen an quasi im Mittelalter mit der Carmina Burana, spielen originale Märsche aus dem 18. Jahrhundert, gehen dann über, wenn Sie an das Opening denken, das ist Spätromantik, Respighi, die Pinien von Rom, dann ist das also eine ganz großartige Sache und dann natürlich auch die Neuzeit, wenn ich also meine Kameraden da drüben angucke, das kriegen wir alles unter und die Zeit also nur Marschmusik gleich, Militärmusik gleich Marschmusik ist längst vorbei. Swingmusik haben wir auch dabei, aber ein Stück haben wir dabei und da wende ich mich jetzt an einen Zeitgenossen, der eigentlich furchtbar alt schon ist. Es handelt sich hier leibhaftig um den alten Dessauer, der hier neben mir steht. Ich hätte nie vermutet, dass ich jemals die Chance habe, ihn kennenzulernen. Aus welchem Jahrtausend stammt er? Das ist das 18. Jahrhundert. Ja, das ist der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Durchlaucht, freue mich sehr. Er hat sich gut gehalten für dieses Alter des alten Dessauer, wie man despektierlich eigentlich zu ihm sagt, der alte Dessauer. Dahinter verbirgt sich allerdings jemand anders, nämlich der Oberfeldwebel Stefan Hahn. Stefan, wie lange sind Sie schon beim Heeresmusikchor 9? 3,5 Jahre jetzt in etwa. Und Trompete? Trompete. Seit wann? Seit Alter von 7 Jahren spiele ich jetzt. Das merkt man aber auch. Das ist ein ganz... 20 Jahre, ist also 27 Jahre, ein ganz, ganz schwieriges Stück, was Sie sich da ausgesucht haben. Ich glaube, wenn man da einmal sich verbläst während des Stücks, ist es gegessen, oder? Oh, man ist so konzentriert, das geht schon. Das Heeresmusikchor 9 aus Stuttgart unter Leitung von Oberstleutnant Bernd Faber.
Ja, so langsam kommen wir zum Schluss, meine Damen und Herren. Das waren Impressionen aus der Hans-Martin-Schleyer-Halle vom großen Festival der Militärmusik 1999 zugunsten der Aktion Multiple Sklerose erkrankter Landesverband Baden-Württemberg, kurz auch AMSL. Wir werden die Spendenkontonummer der AMSL noch kurz einblenden. Das war's. Wir hoffen, dass Sie ein bisschen Freude bei uns hatten und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.